Pokémon. Shit. Ja, ich habe das Spiel geschafft. Tatsächlich geht's heute weiter. Ich habe auch jetzt ein bisschen nebenbei gelevelt. Also, ne? Doch, ja, mal so ein bisschen. Da guck mal, das Level 60 und Raichu hat Level 55. Ja, und davon ist noch ein Raid, den wir auf jeden Fall uns nochmal angucken will. Eventuell kriegen wir dann Ceraora, Ceracora. Ich fange nur so in die Richtung. Dickers habe ich auch einige weitere gesammelt, aber noch weit nicht alle. Dann welche finden, machen wir das so, die machen wir eh auf Screen. So, gucken wir, was wir hier haben. 2000 Watt vor allen Dingen erstmal. Ach, es ist nur Dohaido. Also, ja, unwichtig. Brauchen wir nicht. So, okay, dann machen wir es halt auf, dass in das Dungeon. Das heißt, wir sollen uns ja mit Dakuma anfreunden und dann mit Meister Mastri sprechen. Ich glaube. So. Das ist mal eigentlich mittlerweile die Folge, die wir jetzt gekriegt. Und jetzt quatsch mal mit dem Typen, weil ja, ich habe mich mal ein bisschen umentschieden. Es gibt jetzt auch Möglichkeiten, das zu entwickeln. Und einmal von euch mal ausgesucht. Was im Team ist, einmal ist es. Na, aber. Nehmen wir da entsprechend. Ach, wenn mir doch jemand beim Sammeln zur Hand geben könnte. Ach, jetzt kommt es gerade richtig. Ich wollte dich etwas fragen. Sammelst du eigentlich was? Ja, aber sowas von. Ja, das vernimmt sich bei dir überhaupt nicht. Du kennst dich auch einfach mit allem aus. Klar, mit dem, nee. Daniel, mit was? Der nimmt bei uns in letzter Zeit richtig Fahrt auf. Weißt schon, mit was sagt, kommt der Erfolg von ganz allein. Ich würde auch gerne was nutzen, um die Ausstattung des Dojos ein bisschen aufzupippen. Aber mein Mann und mein Sohn sind beide ein eher Stubenhocker. Klar, ja, ich bin ja bei der Konsole. weißt du, was ich meine? Und ich alleine kriege niemals die Watt für das zusammen, was ich vorhabe. Es wird mir also sehr helfen, wenn du mir einen Teil von deinem Watt abgeben kannst. Und keine Sorge, du bekommst ja diesen Gegenzug etwas von mir. Eine Hand wischt die andere, richtig? Sag mal Bescheid, wenn du mir einen Watt an mich abgeben möchtest. Wir haben eh genug. Abgeben. Nehmen, was möchtest du denn geben? Ah, 10.000, komm, das ist auch prima. So. Kannst du mich mal Ziel von 5.000 Watt erreicht haben, kann ich einen Friseur für das Dojo bestellen. Hallo, spreche ich mit dem Friseursalon? Mein Name ist Enya. Ich hoffe, aus dem Master Dojo kommen. Ich würde gerne Ihren mobilen Friseurservice in Anspruch nehmen. Ja, genau. Das findest du auf der Rüstung zu sehen. Sicher. Hm. Ja, und schon haben wir unseren eigenen Friseur. Hallo alle zusammen, ich bin der mobile Friseur, den Sie angefragt haben. Die Seitentechnik unseres Salons ist ein wohlbehütetes Geheimnis. Deshalb muss ich Sie bitten, in dieses Zimmer zu kommen, wenn Sie uns Service in Anspruch nehmen wollen. Natürlich, ich darf aufs Achten und auf sowas. Jedenfalls können wir uns ab jetzt hier halt unsere Dojo richtig sein lassen. Und jetzt, wo ich auch auf 10.000 Watt habe, kann ich wohl einen Rotomina für das Dojo bestellen. Ja, wir müssen dann schon das Pokémon zurück. Wir können tatsächlich jetzt hier unser Team nicht umstellen, das kann man ja auch sowieso. Das können wir auch unterwegs machen, sowieso. So. Mein Name ist Inja, ich hoffe, es ist ein Mappadojo an. Ich würde gerne an diese Rotomina mit Watt kaufen. Ginge das? Hm, ja, sicher. So, da haben wir es. Oh, das ist ja erledigt. Ich habe jetzt den Rotomina als Presswasser zugefügt. Krass. Könnt ihr auch Pizza liefern? Vor allem, das ging ja von wenigen Sekunden. Aber Nanu, das wird sich ja gar nicht. Der wird verstehen, was passiert. Die Betriebnahme von Rotomina bedient sie unsere firmeneigene Software sowie die korrekten Einstellungen. Um diese Software zu werben und Rotomina einzurichten, vereinbaren sie wirklich verbunden einen Termin mit unserem Techniker. Ich weiß es nicht. Wir sollen erst die weiter zur Tasche ziehen. Das ist einfach nur 30. Wir sollen sich verschämen. Tut mir leid. Ich schätze, wir werden noch mehr Worte haben, bevor wir Rotomina ausnutzen können. So, was möchtest du haben jetzt so viel von mir? Ich gebe jetzt mal 5.000, habe ich noch nicht. Also ich habe noch 4.000. Achso, du brauchst insgesamt 10.000. Okay. Dann noch was anderes noch schnell. Ich habe ja meine Liga-Karte noch mal gar nicht gewartet. Ich habe ja nur diese Standard-Liga-Karte. Und das heißt, hier werden die jetzt tatsächlich beenden. Wir werden die jetzt machen. Ach, die kann ich im Rotomina machen, ne?
ja nicht. Okay, dann müssen wir doch irgendwann nochmal einen Fluss. Ja, gut, dann machen wir erstmal weiter mit der Aufgabe hier. Na, hast du das hin? Wie ist mit der Kummer gelaufen? Das steht ja schon richtig gut. Geht aber im Camping etwas miteinander, um eure Freundschaft auf der Seite zu festziehen. Und auf der Rüstung ist unser gutes Ort mit einer fantastischen aus. Ich hab sie dir auf deiner Karte markiert. Gibt es einen herrlichen Ausblick doch zusammen. Erst wenn ihr zu euch Pin versteht, können wir mit der komisch besonderen Training beginnen. Oh, schade, ich könnte immer noch nicht erfahren. Nö, schade. Okay, dann müssen wir tatsächlich mal einmal machen. So, da muss ich mal kurz mal. Ach, guck mal, ich vorne ziehen. So, das heißt, hier gehen wir auf die Karte und da gibt es einige Orte, die er markiert hat. Die Kämpfergrotte. Die Wüstensenke. Okay. Und hier hinten diese Insel, Ringbucht. Das heißt, wir werden das da auf jeden Fall erstmal hingehen. Da werden wir uns erstmal die Ringbucht uns angucken. Hier mit. Also wenn die jetzt irgendwann mal 2000 ab. Oh, als Hut. Ich wollte mir mal eins ausgehen fangen. Aber. Ja. Wollte ich das sagen. So, wir gehen das einfach erstmal trainieren. Ich gucke uns das auf jeden Fall mal an. Ich will das ja entwickeln. Ich will das ja zu einem bestimmten Text entwickeln. Moment, Karte ist mal richtig. Hm. Oh, da oben. Ach, das hat immer schon. Ich würde mich gerade warum nicht verstehen, als würde ich mich nicht. Den habe ich eigentlich gesehen. Das ist aber auch nur ein normales Item. Und zwar Kalzium. Und ich glaube, da habe ich mir jetzt gefunden. Ich kann das nicht mehr. So, ich guck gerade mal wie eine Karte, weil ich muss mal irgendwie schauen, wo hier. Fitnessmeer, ja, klar, wir sind jetzt da. So, ich weiß nicht, warum es in dem Dunkel ist. Ich habe eine Zeit gestellt hatte. Also ich muss hier hin. Ja, einem gibt es aus der Orte geben mit besonderer Aus. Das muss ja hier sein, quasi, ne? Das muss ja jetzt quasi hier sein. Oder sehe ich das einfach falsch? So, ein Siegerler. Da habe ich aber so ein Ding.
Oder bin ich überhaupt falsch? Hier. So. Ja, möchte ich natürlich den Aussicht geben. Ach, wir müssen tatsächlich uns hier. Okay. Die drei Orte an freisen. Und dann. Okay. Okay, wir müssen tatsächlich jetzt. Jetzt können wir tatsächlich mit dem. Den Meister treffen, okay. Die Frage ist, ob das jetzt geht. Na, lass mich doch mal sehen, wie der Kummer uns so läuft. Ja, fantastisch, ihr seid ja echt ein Herz und eine Seele geworden. Der Kummer ist an der Seite prächtig gedient. Saubere Arbeit. Ich glaube, ich seid bereit. Hopp, ihr beiden. Hopp, hopp. Probieren wir es doch mal. Was ein schöner Tag zum Verlieren. Puh, da werden wir. Hier sieht es gut aus. Also, Käfer Takuma, wenn ihr stärker werden sollt, dann spitzt mal schön die Lauscher. Was auch ein Ort dieses eigens für Takuma konzipierten Training sind. Türme der zwei Fäuste. Beim blauen Turm handelt es sich um den Turm des Wassers. Und beim der rote hingegen trägt den Namen des Unis. Darkness, ihr müsst euch für einen Turm entscheiden. Die Wahl des Turms wird sich nicht nur auf Takumas zukünftigen Kampfstil, sondern auch seinen Typ auswirken. Deshalb solltest du gut überlegen, welchen der zwei Türme ihren Angriff nehmen wollt. Im meinem Turm erwarten mich 5 Etagen und 5 Träder, die Faust sich hinter den Ohren haben. Also Takuma also gut trainieren und dadurch im Level aufsteigen lassen. Ich wollte mich an diese Herausforderung wagen. Um die Türme der zwei Fäuste zu erreichen, muss ich den Fokus vorsichtig werden. Oder du nimmst die Abkürzung aus mit deinem Fahrrad über den Fluss. Ich freue mich schon darauf, euch an einer der Sturmschlitzen zu treffen. Das wird spitze. Ja. Genau, wir machen es ganz einfach. Wir nehmen den Turm des Wassers. Da ich tatsächlich eigentlich Pokémon, ja, wie gesagt, mit Snibona im Team habe, brauche ich jetzt tatsächlich kein weiteres Unlicht-Pokémon. Also. Jetzt den gleichen Ton mit Wasser. Geht wir uns dann aber sehr erst. Oh, ein Dicker. Das habe ich eigentlich übersehen gehabt. So, nehmen wir das mal mit. Die Frage ist, ob wir hier mal rein kann. Das soll ich tatsächlich jetzt in der nächsten Folge angucken, würde ich sagen. Frage, ob wir nur mit der Kuma da rein dürfen oder auch mit unserem anderen Team. Das heißt, wir liegen halt immer wieder ein Item drin. Können wir dann nicht mit, eigentlich, weil ich hab die nur alles zusammen oder so. Dann. Genau, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß, dass die ein bisschen was kürzer war. Ich weiß nicht, was jetzt uns erwartet. Schauen wir mal. Sag mal. Und dann machen wir uns hier auf dem Turm des Wassers, weil wir dann irgendwann auch nach und nach die Story mal weitermachen. Bis dahin, noch wieder so. Tschüss.